Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zur planetaren Geologie mit Christian Köberl. Die Vorlesung, die im Masterstudiengang dort stattfindet an der Universität Wien, durften wir ja freundlicherweise aufzeichnen für Sie. Und in diesem Beitrag wird es um die Methoden gehen und auch um die Entstehung im Speziellen des Sonnensystems. Viel Vergnügen! So, willkommen zum nächsten Teil, das fünfte Kapitel jetzt der Vorlesung Planetare Geologie. Hier geht es einerseits um einige Methoden, die man verwendet in der Beobachtung der Planeten und des Sonnensystems und andererseits dann auch über die Entstehung des Sonnensystems. Und da greifen wir ein wenig weiter aus und behandeln auch gleich die Entstehung der chemischen Elemente und des Universums an sich auch mit, denn das ist ein bisschen auch die Grundlage, denn wir müssen ja auch erklären, wo die Materie herkommt, aus der das Sonnensystem entstanden ist. Wie beobachtet man im Sonnensystem? Woher haben wir die Information über die anderen Himmelskörper in unserem Sonnensystem? Und da ist ganz klar, dass natürlich ein Großteil, nicht nur, aber ein Großteil der Information, vor allem historisch gesehen, über das Licht und ganz allgemein über die elektromagnetischen Wellen gekommen ist. Nun, von der Erde aus haben wir ein bisschen ein Problem, wenn man hier anschaut, die Durchlässigkeit der Atmosphäre für bestimmte Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums. Wir haben hier aufgetragen von 0,1 Nanometer, 1 Mikrometer, 1 Millimeter, 1 Meter, 1 Kilometer Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung. Dann sieht man, dass für viele Teile dieses elektromagnetischen Spektrums unsere Erdatmosphäre nicht durchlässig ist. Das heißt, wir sitzen da am Boden und unsere Fernrohre und anderen Geräte, die sehen durch die Erdatmosphäre durch, aber viele Teile eben, vor allem des kürzerwelligen Lichtes, aber auch Teile Mikrowellen- und Millimeterwellenlänge und dann auch im größeren Meterbereich bis Kilometerbereich, da ist die Atmosphäre nicht transparent, das heißt, wir sehen nichts, kommt keine Information durch die Atmosphäre herunter. Und dort, wo wir etwas sehen, hier ist das sichtbare Licht eingezeichnet, das Spektrum des sichtbaren Lichts. Und dann gibt es hier im Infraroten- und Mikrowellenbereich bis Millimeter, also eigentlich bis in den 100 Mikrometerbereich einige Fenster, wo man durchsehen kann. Und dann erst wieder hier im Radiowellenbereich. Und so entsprechend haben wir lange Zeit eigentlich nur einen geringen Teil des elektromagnetischen Spektrums beobachten können und viele unserer Informationen waren daher nur auf diese Spektralbereiche limitiert. Für ganz lange Zeit war das nur das sichtbare Licht, wo wir von der Erde aus einerseits mit unseren Augen, aber andererseits mit Teleskopen beobachten konnten. Ein kleiner interessanter Einwurf natürlich. Warum sehen wir Menschen und auch die meisten Tiere hauptsächlich im sichtbaren Licht? Na, weil es keinen Sinn macht, Augen oder Detektoren zu haben, die zum Beispiel im Ultravioletten oder in Teil des Infraroten arbeiten, weil hier die Atmosphäre kaum durchlässig ist und man hier viel weniger sieht. Also auch die Evolution, die biologische Evolution hat sich angepasst. Es ist auch eine Frage der Auflösung. Wie groß muss ein Detektor jetzt sein, also unser Auge beispielsweise, ein bestimmtes Vielfaches der Wellenlänge? Und deswegen sehen wir mit halbwegs vernünftigen Augengrößen, auch Tiere, im sichtbaren Bereich. Wären wir im Radiowellenbereich, dann müsste man sehr, sehr große Augen haben und das wäre relativ unpraktisch. Deswegen sehen wir nicht im Radiobereich, sondern nur im infraroten Bereich. Aber mit Radioteleskopen seit ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts kann man auch Informationen aus dem Weltraum zur Erde bekommen. Während alle anderen Wellenlängen, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen und bestimmte Teile des ultravioletten Lichtes, aber auch die meisten Teile des infraroten Lichtes, nur mit Weltraumteleskopen oder mit Raumsonden
zu erforschen sind. Abgesehen davon natürlich hängt es ab von der Höhe, wo ich mich auf der Erde befinde, wie viel Atmosphäre noch über mir ist. Und weil bestimmte Teile der Atmosphäre unterschiedlich stark absorbieren, kann man zum Beispiel besonders hohen Bergen den Wassergehalt der Atmosphäre, wo besonders viel Absorption im Infraroten stattfindet, verbessern. Und deswegen sind viele Teleskope, es hat auch mit der Luftunruhe natürlich zu tun, aber eben auch mit der Sichtbarkeit oder der Transparenz der Atmosphäre, dass viele große Teleskope auf besonders hohen Bergen stehen. Aber das ist auch eine relativ rezente Entwicklung. Noch einmal zum Mikrowellen, Infrarot, sichtbaren Licht, Ultraviolettlicht, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Das ist alles Teil des sogenannten elektromagnetischen Spektrums. Und die Definitionen, welche Wellenlängenbereiche hier involviert sind, die sieht man auch in diesem Diagramm ganz gut. Aber jedenfalls die meisten Beobachtungen von Planeten, die sind im sichtbaren Licht erfolgt. Aber natürlich von Raumsonden aus kann man auch Röntgenstrahlung, Rückstreuung zum Beispiel von hochenergetischen Sonnenteilchen, aber auch im Infraroten ganz andere Informationen herausbekommen. Das ist dann sehr interessant, wenn man beispielsweise Atmosphärenstrukturen von den äußeren Planeten untersuchen möchte. Aber auch im Radiobereich und ähnlichen Bereichen kann man etwa die Sonne besonders gut beobachten. Jetzt gibt es vom Spektrum her mehrere Möglichkeiten. Wenn ich mir das Spektrum ansehe, hier schematisch dargestellt, ich habe eine Lichtquelle und dann habe ich ein Prisma, dann kann ich sehr schön so ein kontinuierliches Spektrum aufzeichnen. Wenn ich aber zwischen der Lichtquelle und meinem Prisma in dem Fall, oder was auch immer man verwendet, zum Auftrennen des Spektrums, eine Gaswolke habe, die kühl ist, dann absorbiert diese Gaswolke bestimmte, je nach der chemischen Zusammensetzung entsprechende Elemente, die den Linien im Spektrum entsprechen. Jedes Element hat also eine bestimmte Wellenlänge in dem Spektrum und dann sieht man in dem kontinuierlichen Spektrum so dunkle Absorptionslinien, wobei jede Linie einem bestimmten chemischen Element entspricht und die Stärke der Absorption der Häufigkeit des Elements entspricht. Das heißt, man kann über diese Spektroskopie nicht nur die chemische Zusammensetzung ableiten, sondern auch eine Aussage treffen über die jeweiligen Häufigkeiten. Andersrum kann es auch sein, dass ich nicht eine kalte Wolke habe, sondern eine heiße Gaswolke, die jetzt wieder aus verschiedenen chemischen Elementen besteht, sagen wir Wasserstoff, Helium und ein paar anderen Sachen. Jetzt habe ich dann kein kontinuierliches Spektrum mehr, sondern habe ich dann nur ein Emissionslinienspektrum. Und auch aus diesen Linien kann man genauso ableiten, um welche Elemente es sich handelt. Ja, man kann dann sogar die Isotope zuordnen bei manchen Elementen und auch die Häufigkeiten bestimmen. Das sind also alles Fernerkundungsmethoden, wo man von der Erde aus oder von einem Weltraumteleskop wie etwa dem Hubble Space Teleskop, das sich in Erdumlaufbahn befindet, andere Himmelsobjekte untersuchen kann. Dann kann man natürlich seit ungefähr den letzten 60 Jahren auch Raumschiffe zu den anderen Himmelskörpern schicken, Mond, aber auch zu den anderen Planeten. Nun, hier ist die wichtige Frage, hier haben wir die einzelnen Planeten, aber hier ist der Punkt auch der, würde ich direkt mit einem Raumschiff mit voller Beschleunigung dorthin fahren können, dann braucht das schon eine gewisse Zeit, die Flugzeiten, also natürlich jetzt mit einer nicht einer unrealistischen Beschleunigung, einer normalen Beschleunigung, braucht das also Monate bis Jahre, bis man andere Planeten erreicht. Man kann sich hier ein bisschen helfen, man kann zum Beispiel Schwung holen bei anderen Planeten, indem man nahe dran vorbeifliegt. Das nennt man dann Gravity Assist, Schwerkraftunterstützung, die Beschleunigung durch die Schwerkraft zum Beispiel. Die äußeren Planeten, die sonst sehr lange brauchen, wenn man da direkt hinfliegen würde, kann man besser erreichen, indem man zum Beispiel beim Jupiter vorbeifliegt und dort Schwung holt und dann geht es schneller zum Saturn, Uranus und so weiter. Das hat man beispielsweise bei den Voyager-Raumschiffen auch ausgenützt. Ein paar Beispiele von früheren
Raumsonden, die manche Objekte im Sonnensystem untersucht haben. Die ersten, die die Erdumlaufbahn auch verlassen haben, waren beispielsweise schon 1959 die sowjetischen Sonden Luna 1 und Luna 2, wobei es gelungen ist, bereits 1959 zum ersten Mal ein Foto der uns abgewandten Seite des Mondes zur Erde, ein sehr einfaches Foto, und auch immerhin ein Foto zur Erde, zurückzuschicken. Die erste interplanetare Sonde, halbwegs erfolgreich, war 1962 zur Venus, die Mariner 2 Sonde, aber dann waren zum Beispiel auch Mariner 4 zum Mars 1964 die ersten Fotos von der Marsoberfläche bei einem Vorbeiflug gemacht. 18 Bilder der Marsoberfläche wurden hier zur Erde geschickt und noch ein paar, die nur den schwarzen Hintergrund gezeigt haben. Die erste Kollision mit einem anderen Planeten war 1965, Venera 3 ist auf der Venus erschellt. Surveyor 1, 1966, Vorbereitungsarbeiten bereits für die Mondlandungen, eine weiche Landung auf dem Mond und viele, viele andere. Dann natürlich das erste Mal, dass Menschen um den Mond geflogen sind. Im Dezember 1968 die Apollo 8 Mission, Apollo 11, Juli 1969 die ersten Landungen auf dem Mond. Die ersten automatischen Proben, die zurückgebracht wurden vom Mond 1970, Luna 16 beispielsweise. Weiche Landung auf dem Mond, auf der Venus, dann Venera 7 1970. Erster Vorbeiflug bei Jupiter war 1973, Pioneer 10. Die Landung auf dem Mars, Viking 1 1976, ja, Mariner 10 1973, 1974, dann Vorbeiflug bei Venus und dann bei Merkur. Voyager 2 war besonders interessant, weil dann war Vorbeiflüge bei Saturn, Uranus und auch Neptun. 1986 zum ersten Mal beim Uranus, 1989 zum ersten Mal beim Neptun, übrigens bisher nach wie vor die einzigen Raumschiffe, die dorthin geflogen sind. Auch zu Kometen. Besonders interessant waren natürlich einige Missionen, die zum Herrlichen Kometen 1986 geflogen sind. Die ersten Vorbeiflüge auch bei Kleinplaneten und ähnlichen Dingen. Also die Liste geht natürlich noch viel, viel länger weiter, aber das gibt nur schon einen guten Eindruck, wie viele Raumsonden zu den einzelnen Planeten eigentlich unterwegs waren. Und von diesen Raumsonden haben wir natürlich sehr, sehr viel Information zurückbekommen. Also viele der Dinge, über die wir hier sprechen, konnten nur durch Raumsondenuntersuchungen gemacht werden. Hier vielleicht auch ein kleiner polemischer Einwurf, weil die Frage kommt natürlich auch oft auf. Manche Leute sagen, es gibt ja so viele Probleme auf der Erde, warum gebe ich da so viel Geld aus, Milliarden von Euro oder Dollar und schicke Raumsonden zum Mars und zum Mond und so weiter. Eine gute Antwort, glaube ich, ist, dass man nicht vergessen darf, es gibt also zumindest zwei wichtige Gründe, warum das doch eine gute Sache ist. Weil nämlich das Geld, ich nehme ja nicht einen großen Koffer und packe hier die Millionen hinein und schieße die auf den Mond, sondern das Geld wird ja zu 100% auf der Erde ausgegeben. Es werden dadurch Menschen beschäftigt, die einen Job haben. Und das sind nicht jetzt unbedingt irgendwelche einfachen Jobs, sondern das sind für die Entwicklung unserer Technologie, die uns allen zugute kommt, Hochtechnologie-Jobs. In diesem Fall wurden sehr viele, und das ist der zweite nicht unwichtige Punkt, sehr viele Technologien entwickelt für die Raumfahrt, die dann Anwendungen im täglichen Leben gefunden haben. Und viele Dinge, wo sich heute Menschen kaum mehr Gedanken darüber machen, wo die Entwicklung überhaupt hergekommen ist, die kommen aus der Raumfahrt. Und das heißt, wir haben nicht nur die Erkenntnis, der Mensch unterscheidet sich ja vielleicht von vielen Tieren auch dadurch, dass er Neugierde zeigt. Der Mensch ist interessiert, etwas über die Entstehung des Weltalls zu lernen. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Wie ist das alles gelaufen? Wie sieht es woanders aus? Gibt es woanders Leben? Ähnliche Fragestellungen. Also diese Neugier, die wir befriedigen durch diese Untersuchungen, einerseits, aber andererseits eben auch sehr viele praktische Anwendungen, zum Beispiel
die Technologie, die heute in Mobilfunk, Mobiltelefon verwendet wird, die gäbe es nicht, hätte es keine Raumfahrt gegeben in diesem Sinn. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass das nicht ein Luxus ist, sondern dass das ein Grundbedürfnis auch des Menschen hier befriedigt. Ja, wenn wir schon zu den großen Fragen hier kommen, stellt sich natürlich die Frage, wir stehen hier auf der Erde, wir haben den Mond, wir haben die Sonne, aber wo kommt denn das alles her? Wir hier als Menschen beispielsweise bestehen ja zu einem guten Teil aus chemischen Elementen wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, Natrium, Kalium, Eisen und so weiter und so weiter. Die Sonne besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Wo kommen denn überhaupt die chemischen Elemente her, aus denen wir, aber auch die Sonne und die Erde bestehen? Wo kommt das ganze Universum her? Das sind grundlegende Fragen. Für viele dieser Fragen haben wir noch keine zufriedenstellenden Antworten, aber, und so geht die Wissenschaft einfach immer weiter und weiter fort, man findet viele interessante Antworten, die wieder weitere Fragen aufwerfen, die weitere Antworten dann bedingen. So geht die Wissenschaft langsam, langsam fort. Aber wie hat das Ganze begonnen? Naja, eine der interessanten Entdeckungen in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts, im zweiten Ende des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, war die Entdeckung, dass das Universum expandiert. Das hat ein gewisser Edwin Hubble, nachdem dann das berühmte Hubble Space Teleskop auch benannt ist, gefunden. Er hat nämlich gefunden, dass Objekte, die je weiter sie von uns weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Abgeleitet hat er das über den sogenannten Doppler-Effekt, die Rotverschiebung. Jeder kennt den Doppler-Effekt. Wenn sich zum Beispiel eine Schallquelle, ein Polizeiauto, sagen wir, auf uns zu bewegt, dann wird die Wellenlänge ins Kürzerwellige verschoben, die Wellen werden kürzer, und bewegt sich eine Schallquelle von uns weg, dann wird sie längerwellig. Und so ähnlich ist es mit dem Licht. Bewegt sich eine Lichtquelle auf uns zu, wird das Licht ins Kürzerwellige, also ins Blaue verschoben. Bewegt sie sich von uns weg, die Lichtquelle, schnell natürlich, dann wird das Licht ins Rote verschoben, wir haben die sogenannte Rotverschiebung. Und was Hubble gefunden hat, war, dass weit entfernte Galaxien, je weiter sie weg sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und damit hat er diesen Zusammenhang zwischen Entfernung und der Geschwindigkeit gefunden und das expandierende Universum gefunden. Und es war auch um diese Zeit ungefähr, dass in Belgien der Physiker und Priester Georges Lemaître zum ersten Mal postuliert hat, dass das Universum aus einem Art Uratom stammt, das dann expandiert ist. Das heißt, es war hier eine theoretische, im Wesentlichen Vorhersage, die Hubble dann auch experimentell nachweisen konnte. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn also das Universum jetzt expandiert, dann heißt das ja, das war früher viel, viel kleiner, 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 und war früher nur in einem Punkt zusammengefasst. Das war eben der Vorschlag dieses Uratoms von Lemaître. Diese Vorschläge, wie gesagt, kamen so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Über die Details wollen wir uns ja nicht unterhalten, da gibt es viel Diskussion. Was hat Hubble wirklich gefunden, mit wem hat er gearbeitet? Wurde die Übersetzung von Lemaître übersehen im Englischen oder nicht? Da gibt es noch viel Astronomiegeschichte auch aufzuarbeiten, aber Tatsache ist, dass dann die Expansion des Universums einmal nachgewiesen wurde. Es gab natürlich eine Gegentheorie zu dieser Zeit. Das war die sogenannte Steady-State-Hypothese. Während Lemaîtres Hypothese davon ausgegangen ist, dass es ein Uratom gegeben hat, aus dem das Universum entstanden ist, hat die andere, diese Steady-State-Hypothese, versucht, die Expansion des Universums dadurch zu erklären, dass Materie überall immer neu, permanent neu geschaffen wird. Und es war interessanterweise ein Verfechter dieser Steady-State-Theorie, der, ich glaube, es war ein Interview mit der BBC irgendwann einmal in den 30er Jahren,
das Wort Big Bang, also die große Explosion, eher abschätzend für die andere Hypothese gebraucht, sondern lustigerweise die Big Bang, also die Urknallhypothese, das Wort hat sich gehalten, stammt aber ursprünglich von einem Gegner dieser Hypothese. Also die Urknalltheorie besagt, dass irgendwann einmal das Universum, Zeit und Raum durch diesen Urknall entstanden sind und sich seitdem ausgedehnt hat. Die Frage, was war davor, ist daher auch hinfällig, weil Zeit und Raum erst durch den Urknall entstanden sind. Philosophische Diskussionen lassen wir hier mal beiseite. Das bedeutet natürlich, am Anfang war alles sehr heiß, dann hat sich das langsam abgekühlt, dann sind die ersten Atome und Moleküle und so weiter entstanden, chemische Elemente sind entstanden und so weiter. Das sehen wir uns dann gleich noch genauer an. Wir wissen heute, und das ist eigentlich erst eine relativ rezente Erkenntnis, dass das Universum knapp 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Vor 20 Jahren wusste man das noch nicht so genau. Wie war hier vielleicht die Reihenfolge? Ja, zuerst der Big Bang, dann knappe Zeit später, vielleicht eine Sekunde später, Temperaturen noch immer 10 Billionen Grad, dann 1 Billion Grad und so weiter. Hier haben wir also eine Art Ursuppe aus Elementarteilchen, viel zu heiß, als dass Atome stabil wären. Und erst ungefähr 380.000 Jahre, dazu kommen wir noch, nach dem Urknall vermutet man, dass das Universum sich so weit abgekühlt hatte, dass die ersten Atome, zum Beispiel Wasserstoff, entstehen konnten. Dann gab es eine Zeit, da war noch nichts, also kein Licht im Universum, weil es war zu dunkel und die Massen hatten sich noch nicht zu Sternen, die leuchten würden, zusammengefunden. Dann erst kamen Galaxien, die ersten Sterne, vielleicht 100 Millionen Jahre, vielleicht 200 Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums, dann eben Galaxien, dann viele Generationen von Sternen. Dort ist dann auch die Materie gebildet worden, aus denen wir beispielsweise hier bestehen, dazu später noch mehr. Diese Urknallhypothese, wie gesagt, ist bereits in den 1930er Jahren formuliert worden. Und es gab bestimmte Vorhersagen, beispielsweise, dass man einen Überrest der Strahlung aus dem Urknall in Form von mittlerweile schon sehr stark energieärmeren Strahlungsteilen im Mikrowellenbereich noch finden könnte. Und der experimentelle Nachweis dafür ist mit diesem interessanten Gerät 1965 durch die Physiker Arno Penzias und Robert Wilson erfolgt, die damals für die Bell Laboratories gearbeitet haben. Das ist auch übrigens was recht Interessantes. Bell, das war die Telefongesellschaft in den USA, und die haben sich ein Forschungslaboratorium geleistet, wo es nicht um Telefon ging, weil Leute, die sich mit der Radiostrahlung der Galaxien beschäftigten, die haben mit Telefon natürlich nichts zu tun, aber die Vorgabe war einfach nur, macht gute Wissenschaft und irgendwann fällt irgendwas raus, das auch patentierbar ist und das interessant ist, aber jedenfalls wissenschaftlich sehr wertvoll ist. Leider gibt es diese Bell Laboratories mittlerweile nicht mehr, weil mittlerweile solche Dinge durch das Kommerzdenken ersetzt wurden. Aber jedenfalls Penzias und Wilson haben diese sogenannte Mikrowellenstrahlung oder kosmische Hintergrundstrahlung, wie sie auch bezeichnet wurde, 1965 entdeckt, haben dann später auch den Nobelpreis für Physik dafür bekommen. Und erst mit Raumsonden ist es dann möglich gewesen, zum Beispiel das COBE-Instrument 1992 oder Wilkinson einer Dassault Probe 2003 oder die Planck-Sonde 2013, diese kosmische Hintergrundstrahlung noch genauer zu untersuchen. Und ohne hier auch auf Details eingehen zu können, ist es damit gelungen, besser aufzulösen, wie das damals früher auch war, wie das Universum begonnen hat. Und vor allem hat man damit datieren können, wie alt das Universum ist, nämlich eben ungefähr knapp 13,8 Milliarden Jahre. Hier auch die kosmische Geschichte, die erst einmal, das ginge hier zu weit, auf die Details einzugehen, aber am Anfang vermutet man, hat sich das Universum viel stärker ausgedehnt als später, das nennt man die Inflation. Dann kam es eben zur Bildung von Licht,
zur Bildung von Elementarteilchen, zur Bildung von ersten Atomen, Protonen, dann zum Beispiel und Neutronen, die Atome zusammen geformt haben. Dann haben wir eben die ersten Sterne der Evolution der Galaxien bis hin zum heutigen Universum. Nun, welche Reaktionen sind denn jetzt hier in der frühen Geschichte des Universums abgelaufen, die dazu geführt haben, dass wir eben die heutigen chemischen Elemente haben? Also es geht hier um die Nukleosynthese. Ganz am Anfang hatten wir die Reaktion, Proton und Elektron steht im Gleichgewicht mit einem Neutron und einem Neutrino. Und ab einer bestimmten Temperatur ist diese Reaktion dann nicht mehr reversibel. Neutronen sind nicht langzeitstabil, sondern die zerfallen nach einiger Zeit in ein Proton, ein Elektron und ein Neutrino. Mit der Zeit werden die Neutronen, wenn sie eben nicht hier wie im Gleichgewicht stehen, immer nachgebildet werden, zerfallen die Neutronen. Es gibt mehr Protonen und weniger Neutronen. Es können dann auch ein Neutron mit einem Proton zu einem Deuterium reagieren, das ist der schwere Wasserstoff. Deuterium kann auch zu Helium reagieren in dieser frühen Geschichte und so ist wahrscheinlich am Anfang des Universums auch Helium entstanden. Es ist jetzt eine Zeitfrage. Das Deuterium, das ist jetzt in Relation gesetzt zum Wasserstoff. Helium 4 wird eben gebildet, nimmt zu, Helium 3 nimmt etwas ab, Deuterium nimmt ab und das einzige andere Element, das auch noch in dieser Frühphase, ganz am Anfang im Urknall gebildet wurde, wir reden hier also von einigen 10 hoch minus Sekunden nach dem Urknall, ist dann noch das Lithium. Aber im Wesentlichen Wasserstoff und Helium, die gebildet. Und das ist deswegen auch wichtig, weil eben die Neutronen zerfallen und wenn die nicht schnell gebunden werden in Deuterium, Helium 3 oder Helium 4, dann verschwinden die Neutronen mit der Zeit und stehen dann nicht mehr für weitere Kernreaktionen zur Verfügung. Und trotzdem sind ungefähr 3/4 des Universums Wasserstoff, also reine Protonen, und der Rest sind dann Helium und alle schweren Elemente. Nun, das Periodensystem der Elemente, das man kennt und das vielen Schülern in den Chemieunterricht weltweit überall eingeimpft wird, das reicht eben von Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Neon, Natrium, Magnesium, Aluminium, Silizium, Phosphor, Schwefel, Chlor, Argon und so weiter bis zum Uran irgendwann einmal. Heute glauben Astronomen, dass das nur einen Teil der gesamten, Materie oder des gesamten Universums ausmacht, dass es hier noch so unbekannte Phänomene wie dunkle Energie, dunkle Materie gibt. Das ist sicher nicht das Thema dieser Vorlesung, sollte aber erwähnt werden, diese Schlagworte gibt es jedenfalls. Uns interessiert hier, denn wir hier auf der Erde bestehen, wie gesagt, aus beispielsweise Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und ähnlichen Sachen. Die Erde besteht sehr viel aus Silizium, aus Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium, ähnlichen Sachen. Die Sonne besteht aus Wasserstoff, aus Helium. Wo kommt das her? Das ist die Frage, die uns hier interessiert. Nun, Galaxien sind dann langsam gebildet worden. Nach dem Urknall, als zum ersten Mal Sterne gebildet wurden, haben sie sich zusammengefunden zu Galaxien. Hier haben wir ein Beispiel einer typischen Spiralgalaxie von der Kante her gesehen. Hier wäre etwas Ähnliches von oben her gesehen. Das ist zum Beispiel unsere Milchstraße schematisch dargestellt. Hier haben wir das Zentrum der Milchstraße, die Sonne etwas am Rande schon zu sehen. Um die Entwicklung von Sternen überhaupt zu verstehen und vor allem welche Zeitskalen hier involviert sind, welche Temperaturen, welche Drucke, was sind die Grundbedingungen für die Entstehung der chemischen Elemente, die nicht im Urknall entstanden sind. Im Urknall sind nur Wasserstoff und Helium und ein klein bisschen Lithium entstanden, das war's. Aber alle anderen chemischen Elemente, die sind dann später entstanden, im Inneren von Sternen meistens oder in Sternexplosionen. Und da müssen wir ein bisschen was verstehen über das Leben von Sternen, wenn man es so plakativ ausdrücken kann. Und die Astronomen haben sich dazu ein nettes Diagramm konstruiert, das nennt man das Herzsprung-Russell-Diagramm, das hier
auch ganz schön bunt schematisch dargestellt ist. Begonnen hat das Ganze, dass man die Sterne eingeteilt hat nach Farben. Das heißt, wo haben sie ihr Maximum der Emission? Im roten Bereich, im gelben, im blauen Bereich, wo auch immer. Hier hätten wir also zum Beispiel Sterne, die im blauen Bereich Spica oder Bellatrix oder Achana und so weiter, Vega und Sirius, hier schon unsere Sonne, die ist da im gelben Bereich. Und dann gibt es noch viele Sterne, die im roten Bereich sind. Also, und dann hat man eben festgestellt, dass die Oberflächentemperatur klarerweise etwas damit zusammen zu tun hat. Das heißt, die eher roten Sterne, die haben eine niedrige Oberflächentemperatur von vielleicht nur einigen wenigen 1000 Kelvin, also zum Beispiel hier hätten wir vielleicht 3000 Kelvin, bei der Sonne sprechen wir von knapp 6, ungefähr 6000 Kelvin und dann haben wir hier beim Sirius schon 10.000 und bei solchen hellen blauen Sternen 30.000 Kelvin Oberflächentemperatur. Und dann trage ich diese Farbe oder Oberflächentemperatur oder Spektralklasse, wie auch immer ich das bezeichnen möchte, das sind hier die Spektralklassen, O, B, A, F, G, K, M, sind die bekannten Spektralklassen. Es hat einmal mit A, B, C angefangen und dann hat man festgestellt, na, die Reihenfolge ist doch eine andere. Viele Generationen von Astronomen haben hier verschiedene Eselsbrücken, wie man sich das merken kann. Eine berühmte, die man in beiden Geschlechtern ausdrücken kann auf Englisch, wäre O, B, A, fine guy oder girl, kiss me. Also das ist eine bekannte. Man kann aber auch sagen, O, brutal and fearsome gorilla, kill me. Also es gibt alle möglichen Sachen, die man sich hier verwenden kann. Und diese Spektralklasse, die entspricht der Oberflächentemperatur, die entspricht der Farbe, kann man jetzt auf der X-Achse auftragen und auf der Y-Achse trage ich auf, die absolute Leuchtkraft. Also wie hell ist der Stern? Vielleicht nicht ganz unerwartet, Sterne, die eine geringe Oberflächentemperatur haben, haben auch eine geringe Leuchtkraft. Sterne, die eine hohe Oberflächentemperatur haben, haben eine hohe Leuchtkraft. Die meisten zumindest von denen. Und so ist das hier dargestellt und da stellt sich heraus, wenn ich das Diagramm zeichne und die meisten Sterne, die fallen auf so eine Art Korrelationslinie zwischen der Oberflächentemperatur oder der Farbe und der Leuchtkraft und man bezeichnet das als die Hauptreihe im Hertzsprung-Russell-Diagramm. Wir kommen dann noch etwas später dazu, was hier passiert. Aber im Wesentlichen sind das die, ja, die meisten Sterne, die wir am Himmel beobachten können, die fallen in diese Hauptreihe hinein. Was passiert in den Sternen? Wir sehen das dann noch im Detail, aber in den Sternen, die sich so langzeitstabil auf der Hauptreihe befinden, die einfach leuchten, kleinere, größere Sterne, laufen im Inneren Kernfusionsreaktionen ab. Und diese Fusionsreaktionen, die produzieren Energie und das ist die Energie, die einen Stern zum Leuchten bringt und eben langzeit stabil hält. Jetzt haben wir zwei wesentliche Kräfte, die auf einen Stern einwirken. Ich kann sagen, zuerst einmal aus dem Inneren, wenn ich solche Fusionsreaktionen habe, dann habe ich den Strahlungsdruck, der nach außen wirkt. Und entgegengesetzt wirkt die Schwerkraft, die den Stern zusammenziehen will. Und Sterne, die sich auf dieser Hauptreihe befinden, sind im Gleichgewicht zwischen der Schwerkraft und dem Strahlungsdruck. Im Inneren brennt brav das Kernfeuer und hält den Stern gleich groß ungefähr. Ändert sich ein bisschen über die Zeit, aber nicht sehr viel. Die Schwerkraft wirkt dem dagegen, ist aber durch den Strahlungsdruck im Gleichgewicht gehalten. So, jetzt hängt es von der Temperatur ab, weil natürlich nicht nur die Oberflächentemperatur unterschiedlich ist entlang dieser Hauptreihe, sondern auch die Temperatur im Kern. Und jetzt habe ich im Inneren zum Beispiel der Sonne, habe ich, sagen wir vielleicht 20 Millionen Kelvin und die Reaktionen laufen hier entsprechend mit der Zeit ab.
in einem viel, viel größeren Stern, massereicheren Stern, mit einer viel höheren Oberflächentemperatur ist auch die Kerntemperatur höher. 50 Millionen, 80 Millionen Kelvin vielleicht. Dort laufen dann die Kernreaktionen viel schneller ab. Das heißt, es ist heißer im Inneren, der produziert mehr Energie, hat daher eine höhere Leuchtkraft. Daher ist er da weiter oben in dem Diagramm auf der Y-Achse der Stern. Das bedeutet aber auch, genauso wie wenn ich hergehe und sage, ich habe irgendwo einen Kohleofen und wenn der ganz nur vor sich hin glost, dann hält der die ganze Nacht. Wenn ich aber permanent es heißer und heißer mache, dann verbrennt mir die Kohle viel schneller und hält vielleicht nur eine Stunde die gleiche Kohlenmenge. So ähnlich ist es mit dem Gas, das Wasserstoff, der Wasserstoff im Sterneninneren. Es hängt von der Temperatur ab, wie lange der Stern die Energie produzieren kann, die ihn am Leuchten hält. Und das ist zum Beispiel bei unserer Sonne ungefähr 10 Milliarden Jahre, bei einem deutlich masseärmeren Stern, aber vielleicht schon 100 Milliarden Jahre, also schon länger als das Universum alt ist. Das ist aber bei einem Stern, der vielleicht 10 Sonnenmassen hat, dann nur mehr 10 Millionen Jahre. Das heißt, ein kleiner, massearmer Stern lebt länger, das produziert länger Energie auf der Hauptreihe, als ein massereicher, heißer, heller Stern. Und wenn die dann am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind, dann passieren andere Dinge, die dann dazu führen, dass wir zum Beispiel auch Riesensterne oder auch weiße Zwerge haben. Das sind dann andere Phasen, wo andere Kernreaktionen noch ablaufen, die den Stern vielleicht aufblähen, aber zum Schluss ist da nichts mehr übrig. Dann sinken sie in sich zusammen, dann haben wir weiße Zwerge, die dann nur mehr langsam auskühlen. Aber die meisten Sterne befinden sich während der stabilen Kernfusionsphase auf dieser sogenannten Hauptreihe in dem Hertzsprung-Russell-Diagramm. Ich kann das Hertzsprung-Russell-Diagramm auf viele Arten und Weisen zeichnen. Wir lassen die Details jetzt hier mal weg. Das sind zum Beispiel die ungefähr bis über 2000 uns nahegelegenen Sterne. Was sehe ich da? Die meisten Sterne befinden sich auf der Hauptreihe. Einige wenige sind in diesem Riesenast. Viele sind auch weiße Zwerge. Kann aber auch hergehen und sagen, ich könnte, wenn alle Sterne gleichzeitig entstanden sind, das Hertzsprung-Russell-Diagramm dazu verwenden, das Alter zum Beispiel eines kugelförmigen Sternhaufens abzuleiten. Und so hat man das hier gemacht. Das ist der kugelförmige Sternhaufen 47 Tucane. Und da sieht man im Hertzsprung-Russell-Diagramm, dass jetzt die heißen, hellen Sterne, die gibt es nicht mehr. Die sind alle schon am Ende ihres Lebens angekommen und sind in dem Riesenast, während die vielen kleinen, masseärmeren Sterne, die gibt es nach wie vor. Und damit kann man also bereits Altersbestimmungen an Sternhaufen etwa machen. Ne? Was anderes, was noch interessant ist, was damit zusammenhängt, früher war das Universum natürlich dichter, näher beieinander, die Sterne waren näher beieinander, die Nebel waren näher beieinander. Und daher war es auch einfacher, dass sich große Gas- und Staubwolken zu Sternen zusammenfinden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, die Sternproduktionsrate, wie viele Sterne entstanden sind, die hat ungefähr vielleicht so 2 bis 5 Milliarden Jahre nach dem Urknall ein Maximum erreicht und nimmt mittlerweile ab. Das heißt, im Laufe der nächsten Jahrmilliarden werden immer weniger und weniger Sterne entstehen, weil einfach die Entfernung dazwischen immer größer wird. Nun, für die Kosmochemie, ist ein Teil auch der Meteoriten, also hat mit Meteoritenforschung und Planetenforschung zu tun, gibt es wichtige Fragen, zum Beispiel, wir sollen erklären, wie sind die chemischen Elemente entstanden, aber auch, wie kann ich die Häufigkeit erklären? Warum ist ein bestimmtes Element viel häufiger als ein anderes Element? Also diese beiden Fragen, wo kommen sie her, wo sind die chemischen Elemente entstanden, in welchen Prozessen und warum sind manche häufiger als andere, wie kann ich die Häufigkeiten überhaupt reproduzieren? Diese Fragen sind grundlegende Fragen der Kosmochemie. Also zum Beispiel die meisten, wenn ich dieses Quadrat hier hernehme, das meiste im Universum ist Wasserstoff. Das zweithäufigste Element, ungefähr ein Viertel davon, ist
Helium und Sauerstoff und Kohlenstoff und Neon und Stickstoff und Magnesium und Silizium sind dann die nächsthäufigen Elemente und alle anderen Elemente machen ganz, ganz wenig aus. Es gibt also diese witzige Konkurrenz vielleicht zwischen den Astronomen und den Chemikern. Die Chemiker haben das Periodensystem der Elemente mit über 100 Elementen drinnen, nicht ganz einfach zu merken. Die Astronomen haben ein ganz einfaches Periodensystem. Das heißt X, Y und Z. X ist die Häufigkeit von Wasserstoff, Y die von Helium und Z ist alles andere. Also für die, die nicht mit Chemie viel am Hut haben, ist das natürlich viel einfacher. Aber hier haben wir zum Beispiel ein Diagramm, das zeigt die Häufigkeit der chemischen Elemente in der Sonnenatmosphäre aufgetragen. Man kann das unten dann nicht mehr lesen, aber hier ist die Häufigkeit in bestimmten sehr primitiven Meteoriten aus der Frühgeschichte unseres Sonnensystems, die sogenannten kohligen Chondrite. Und was wir da sehen, ist, für die meisten Elemente gibt es hier eine ganz klare Korrelation. Das heißt, die Häufigkeit in der Sonnenatmosphäre entspricht ungefähr der Häufigkeit der Elemente in diesen kohligen Chondriten. Das betrifft natürlich im Wesentlichen nicht die Gase, sondern die nicht flüchtigen Elemente, die hier dargestellt sind. Aber wieso? Wieso ist Aluminium viel häufiger als Chrom und das wiederum viel häufiger als Kobalt und so weiter? Woher kommen diese Dinge? Ne? Man hat im Laufe der, im Wesentlichen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgeleitet, dass die Häufigkeiten der Elemente, wenn man sie darstellt, in einer logarithmischen Darstellung, hier ist das Atomgewicht gegen die relative Häufigkeit dargestellt, da ist Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff und so weiter, dann gibt es eine sehr starke Depression bei Lithium, Beryllium und dann geht es wieder weiter mit Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Und was man da sieht, ist einerseits, da gibt es so Hügeln, dann gibt es hier einen Hügel, bei Eisen gibt es wieder ein Maximum, dann nimmt es wieder ab. Und was man auch sieht, ist, dass diese Linie nicht irgendwie einfach geht, sondern die geht so rauf und runter, so zackig hin und her. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Elemente mit ungeraden Atomgewichten andere Häufigkeit haben, solche mit geraden Atomzahlen. Also das ist auch ganz interessant. Ja, also und was man hier natürlich noch sehen ist dann, und man hat das im Laufe der Forschungen dann abgeleitet, wo kommen die Elemente her, wo entstehen sie, wo werden sie gebildet? Einerseits Wasserstoff und Helium im Urknall. Helium wird auch im Inneren von Sternen noch weitergebildet, aber dieses Helium im Sterninneren wird dann weiterverarbeitet zu anderen Elementen, nämlich eben Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff bis hin zum Eisen. Kernfusionsreaktionen ganz allgemein führen zu Elementen bis zum Eisen. Eisen hat jetzt im Periodensystem die Atomnummer 26. Gegenüber 92 mit Uran ist das nur ein Teil des Periodensystems, aber es ist zumindest der häufigste Teil. Die schwereren Elemente, die werden dann in Supernova-Explosionen, in den Atmosphären von schweren Sternen, aber auch, wie man heute weiß, bei Fusionen von Neutronensternen und ähnlichen Dingen gebildet. Und dann kann man natürlich hier eine Farbkodierung des Periodensystems machen, dass man sagt, naja, wo sind welche Elemente entstanden, zum Beispiel aus dem Big Bang, haben wir also hier den ganzen Wasserstoff und einen Großteil des Heliums, aber auch in normalen Sternen. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge wie Neutronensterne, die fusionieren oder ein Teil des Lithiums und viel vom Beryllium und ein bisschen Bohr kommt auch aus der kosmischen Strahlung. Also hier kann man das Periodensystem versuchen zu erklären, durch welche kosmischen Prozesse welche chemischen Elemente gebildet werden. Die wichtigste und grundlegendste Fusionsreaktion, die im Inneren von Sternen abläuft, ist eben jene der Proton-Proton-Kette. Diese Proton-Proton-Kette, die läuft im Inneren von der Sonne, aber auch von ähnlichen anderen Sternen, die sich auf der Hauptreihe befinden, ab. Und man kann das natürlich hier in Formeln schreiben, man kann es aber auch zeigen. Also wir haben zwei Protonen, die fusionieren sich zu einem Deuterium. Dabei wird Energie frei, dabei wird auch ein Elektron frei und ein Neutrino frei.
dann treffen sich ein Deuterium-Atom mit wieder einem Proton, da wird dann draus, Energie wird wieder frei, wird dann draus ein Helium-3-Kern, das ist diese Reaktion, Helium-3-Kern und Energie. Zwei solcher Helium-3-Kerne treffen sich und es wird ein Helium-4-Kern draus und zwei Protonen werden wieder freigesetzt. Also im Wesentlichen, wenn man das dann berechnet, sagt man, aus vier Protonen wird ein Helium-4-Kern. Und die zwei Protonen stehen dann wieder zur Verfügung. Und die Energie, die dabei frei wird, das ist die Energie, die unsere Sonne und viele andere Sterne am Leuchten erhält. Das ist die wichtigste und grundlegendste Kernfusionsreaktion, die im Inneren von Sternen abläuft. Jetzt gibt es aber nicht nur, und das wird uns dann bei der Sonne, wenn wir dann uns die Sonne näher ansehen, in einer der weiteren Vorlesungen noch interessieren, nicht nur die Hauptreaktion, wo diese normale Proton-Proton-Kette abläuft, sondern es gibt noch Nebenreaktionen, die seltener sind. Und ich will jetzt nicht alle hier durchbesprechen, aber zum Beispiel gibt es auch eine Reaktion, wo ein Helium-3 mit einem Helium-4 reagiert. Daraus wird ein Beryllium-7. Oder es gibt auch eine Möglichkeit, dass das dann zerfällt zu einem Lithium-7 und das zerfällt wieder mit einem Proton in zwei Helium-4-Kerne und zum Schluss auch das Beryllium-7 mit einem Proton wird ein Bohr-8, aus dem Bohr-8 wird wieder ein Beryllium-8, sehr kurzlebig und aus dem werden wieder zwei Helium-4-Kerne. Das sind die Nebenreaktionen, die man als Proton-Proton-2 und Proton-Proton-3-Ketten bezeichnet. Die laufen bei unterschiedlichen Temperaturen ab. Bei normalen, niedrigeren Temperaturen, also wir reden hier von 15 bis vielleicht 20 Millionen Kelvin, läuft hauptsächlich die Proton-1-Kette ab. Diese anderen laufen dann bei höheren Temperaturen auch noch ab, führen zum Schluss zum selben Ergebnis, haben aber verschiedene intermediäre Stadien, die unterschiedlich stabil sind. Die meisten sind kurzzeitstabil nur. Das hat aber dann einen wichtigen Einfluss, weil, und auf das soll man hier immer hinweisen, in diesen Reaktionen oft auch Neutrinos frei werden. Das ist dieses Nü-Zeichen hier, das sind die Neutrinos. Und die interessieren uns dann, wenn wir bei der Sonne über Sonnenneutrinos reden werden, wo die nämlich herkommen. Ganz spannende Geschichte. Die Isotopenphysiker, Isotopengeochemiker, die tragen gerne das Periodensystem in Form einer solchen Tafel hier auf, wo ich das Periodensystem nicht mehr so wie das klassische Periodensystem habe, sondern man hat eben festgestellt, dass es für viele Elemente nicht nur eine Konfiguration gibt. Wir haben es ja gerade gesehen, beim Helium beispielsweise, da gibt es ein Helium-3 und ein Helium-4. Was ist der Unterschied? Beide haben zwei Protonen im Kern, weil sonst wäre es ja kein Helium. Das Element mit einem Proton im Kern ist der Wasserstoff. Das Element mit zwei Protonen im Kern ist Helium. Das Element mit drei Protonen im Kern ist Lithium. Das Element mit vier Protonen ist Beryllium. Das Element mit fünf Protonen ist Bohr. Das Element mit sechs Protonen ist Kohlenstoff. Kennen wir alle, ne? Die Anzahl der Neutronen ist es, was variieren kann. Also zum Beispiel hat ein Helium-3, die Masse ist 3, zwei davon sind Protonen, bleibt noch ein Neutron übrig. Hier beim Helium-4 bleibt zwei Neutronen übrig. Beryllium-7, was hat Beryllium, haben wir gerade gesagt, vier Protonen. Also Beryllium-4 hat noch drei Neutronen. Ein Beryllium-5 hat allerdings vier Neutronen. Kohlenstoff, das normale Kohlenstoff, hat sechs Protonen und sechs Neutronen. Da hat er die Massenzahl 12. Es gibt aber auch einen Kohlenstoff, der die Massenzahl 13 hat. Der hat dann 7 Neutronen im Kern. Man nennt das Isotope. Also ein Isotop ist das Kohlenstoff 12, ein anderes Isotop ist der Kohlenstoff 13. Ein Isotop ist Helium-4, ein anderes Isotop ist Helium-3. Ein Isotop ist Beryllium-7, ein anderes Isotop ist Beryllium-8. Das sind zwei Isotope, also zwei unterschiedliche Formen desselben chemischen Elements.
Die chemischen Eigenschaften sind gleich, aber die kernphysikalischen Eigenschaften sind unterschiedlich. Und wenn ich jetzt dann so ein großes Diagramm hier aufzeichne, diese ganzen schwarzen Gebiete hier, das sind die sogenannten stabilen Isotope, also die, wo von einem Element mehrere Varianten, mehrere Isotope in der Natur stabil vorkommen. Beim Kohlenstoff beispielsweise sind es die zwei Formen, Kohlenstoff 12 und Kohlenstoff 13, die sind stabil. Es gibt auch einen Kohlenstoff 14, der ist nicht stabil, der ist radioaktiv und der zerfällt. Beim Sauerstoff beispielsweise gibt es gleich drei stabile Isotope, Sauerstoff 16, Sauerstoff 17 und Sauerstoff 18. Und Isotopengeochemiker, wie ich es auch bin, die beschäftigen sich jetzt natürlich nicht nur mit der Chemie der chemischen Elemente, sondern mit den einzelnen Isotopen. Warum kommen manche Isotope häufiger vor? Was sagt mir das auch aus über beispielsweise geologische, geochemische Prozesse, vor allem auch in Meteoriten? Ganz spannende Dinge, die man daraus ableiten kann. Und so gibt es von dieser Zone der Stabilität ausgehend, gibt es neutronenreiche Isotope und protonenreiche Isotope. Wenn die besonders abweichen, wenn besonders viele Protonen oder besonders viele Neutronen vorhanden sind, dann sind das eben instabile radioaktive Isotope, die dann aber mit der Zeit zerfallen, mit unterschiedlichen Zerfallsgeschwindigkeiten, und ein stabiles Isotop als Endprodukt haben. Ein Beispiel wäre das Element Natrium, das ist übrigens eines der ganz wenigen Elemente, das nur ein stabiles Isotop. Natrium hat 11 Protonen im Kern und 12 Neutronen, hat also eine Massenzahl von 23. Und da kann ich ein Neutron zum Beispiel dazu tun, dann habe ich das instabile Natrium 24. Das zerfällt mir mit ungefähr 15 Stunden Halbwertszeit. Und was passiert? Es wird ein Magnesium 24 draus. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich ein Neutron dazugebe, das dann zerfällt in ein Elektron und ein Proton, bin ich eine Massenzahl nach oben gerutscht, also eine Kernladungszahl nach oben gerutscht. Aus dem Natrium mit 11 Protonen wurde ein Magnesium mit 12 Protonen, weil eines der Neutronen sich in ein Proton umgewandelt hat. Und so ähnlich funktioniert das auch bei der Kernfusion. Es gibt also diese sogenannten Schnellen, der R-Prozess oder der S-Prozess, wo Neutronen eingefangen werden und die Zerfälle sind etwas schneller oder langsam, je nachdem auch, ob der Neutronenfluss sehr stark oder geringer ist. Und dadurch werden immer schwerere Elemente aufgebaut. Das ist also, ohne jetzt hier großartig ins Detail gehen zu können, die Idee dahinter, bis zum Eisen habe ich die Kernfusionsreaktionen, bis zum Eisen deswegen, weil das Eisen ist das Element mit der größten Bindungsenergie. Warum das so ist, weiß man nicht, aber jedenfalls es hat die größte Bindungsenergie aller Atome. Das heißt, bis dahin kann ich Fusionsreaktionen unter Energiegewinn ablaufen lassen, dahinter dann nur mehr unter Energieverlust und deswegen funktionieren die in der Natur nicht. Und deswegen gibt es dann eine andere Möglichkeit, nämlich den Neutroneneinfang, wo ich dann stückweise ein Element höher und höher und höher und höher in dem Periodensystem bzw. in dieser Kernisotopenkarte gehe. Und so komme ich halt dann bis ans Ende der stabilen Isotope und dann gibt es halt irgendwann einmal noch instabile Isotope. Und die Kernphysiker sind dabei, diese Karte in alle Richtungen zu erweitern durch Experimente, aber in der Natur kommt halt nur dieser Teil hier vor. Und so kann ich über Wasserstofffusion, Heliumfusion, Kohlenstoff-Neon, Sauerstoff-Siliziumfusion und so weiter hin bis zum Eisen die leichteren Elemente im Universum bilden und die schweren Elemente werden dann durch verschiedene Neutroneneinfangsreaktionen, die zum Beispiel in Supernova-Explosionen ablaufen, aber die auch, wie man heute weiß, in Fusionen von Neutronensternen ablaufen können, gebildet. Und natürlich durch die Explosion der Supernova am Ende werden diese Elemente dann
in den Weltraum hinausgeschleudert und stehen dann für die nächste Generation der Sternbildung zur Verfügung. Das heißt, die frühen Nebel im Universum waren reich hauptsächlich an Wasserstoff und Helium, ein paar leichten Elementen. Und spätere Generationen, wo dann schon die Zerfallsprodukte von Supernova mit wieder inkludiert wurden, die haben dann schwere Elemente auch inkludiert. Also unser Sonnensystem, wissen wir jetzt, ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt. Na, zum damaligen Zeitpunkt war das Universum schon, als die Sonne entstanden ist, war das Universum schon über 9 Milliarden Jahre alt. Und daher gab es bereits genug schwere Elemente, aus denen zum Beispiel die Planeten mit Eisen, Silizium, Kohlenstoff und so weiter gebildet wurden und auch wir gebildet werden konnten. In einer frühen, in einer ersten Generation von Sternen hätte es solche Planeten, die aus schweren Elementen bestehen, noch nicht geben können. Da hätte es sowas wie ein Jupiter schon gegeben, aber nicht sowas wie eine Erde. Es gibt verschiedene Arten von Supernova, wir werden es auch hier nicht ins Detail gehen, aber wichtig ist, dass durch die Explosion die Zonierung, die im Inneren herrscht, die aufgrund der Fusionsreaktionen gebildet wurde, Eisen im Zentrum, Silizium, Sauerstoff, Neon bis halt hin zu den leichteren Elementen, durch die Explosion werden dann diese Elemente nach außen in den Weltraum verteilt. Es bleibt dann zum Schluss von einem meistens sehr massereichen Stern, 10, 20 Sonnenmassen, dann nur mehr ein kleinerer Neutronenstern übrig. Es gibt auch Sterne, die nicht komplett explodieren, aber die zum Beispiel im Rahmen von solchen Spätphasen ihre äußeren Atmosphären abstoßen. Das wären dann beispielsweise sogenannte planetare Nebel. Hier ist der Helixnebel zu sehen, was sehr schön zeigt, da im Inneren ist irgendwo der Originalstern und der hat dann irgendwann seine Atmosphäre nach außen abgestoßen. Oder auch Überreste einer Supernova-Explosion, der berühmte Krabbennebel, der in einer Supernova-Explosion im Jahr 1054, die beobachtet wurde, gebildet wurde. Und hier kann man sogar feststellen, welche radioaktiven, kurzlebigen Elemente hier noch zu finden sind im Inneren dieses Nebels. Also die Idee, dass viele chemische Elemente, schwere Elemente gebildet werden in Supernova-Explosionen, konnte auf diese Art und Weise auch experimentell verifiziert werden. Und all das führt dazu, dass man eine Art, unter Anführungszeichen, Lebenszyklus der Sterne konstruieren kann, hängt ein bisschen davon ab, haben wir einen masseärmeren Stern wie unsere Sonne oder einen viel massereicheren Stern. Beginnen tut alles mit einem großen Gas- und Staubnebel, aus dem ein zum Beispiel sonnenähnlicher Stern gebildet wird. Der bleibt dann lange, lange Zeit auf der Hauptreihe des Hertzsprung-Russell-Diagramms, brennt also im Inneren Wasserstoff zu Helium. Dann zum Schluss nimmt die Energieproduktion im Inneren ab, der Stern beginnt in sich zusammenzufallen, dann wird es heißer, dann fangen andere Kernreaktionen, dann bläht er sich auf, dann haben wir eben diese Riesenphase, dann stößt er vielleicht am Ende den äußeren Teil, die äußere Schicht ab in Form eines planetaren Nebels, es bleibt ein weißer Zwerg übrig. Der Nebel geht wieder zurück in die großen Nebelvorräte in den Galaxien und es wird ein weiterer Stern daraus. Es kann aber auch ein massereicherer Stern daraus werden. Der verbrennt viel schneller, ist heißer, schneller, ein roter Überriese, eine Supernova, puff, wieder sehr viel von dem nun jetzt mit schweren Elementen angereicherten Material geht wieder zurück. Es wird Gas draus, es kann eine weitere Sterngeneration gebildet werden. Es kann dann übrig bleiben ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern, das heißt ein Teil der Masse verschwindet dann irgendwo hin. Und natürlich, wenn das Universum immer weiter expandiert, werden die Nebel ganz allgemein immer dünner und im Laufe der Zeit wird es halt immer schwieriger, weitere neue Sterne zu bilden. Aber so läuft jedenfalls grundlegend die Entwicklung von Sternen ab. Nun, warum fängt jetzt so ein Gas- oder Staubnebel an, im Inneren Sterne zu bilden? Da gibt es eine Hypothese, die sagt, dass in der Nähe eine Supernova-Explosion war. Die Schockwelle führt dazu, komprimiert ein bisschen die Gaswolke und daraufhin bilden sich im Inneren dieser Wolke Sterne.
Sterne, und das wissen wir eigentlich, bilden sich praktisch nie alleine, sondern immer in großen Gruppen. Es bilden sich also, man kennt das zum Beispiel vom Orionnebel, dort sind viele, viele junge Sterne zueinander, die gleichzeitig gebildet wurden. Man kann auch so flapsig sagen, Sternbildung ist sowas wie eine ansteckende Krankheit, also das kriegt nie einer allein, sondern immer mehrere zusammen. So bilden sich halt kleine Gruppen von Sternen, die man dann auch als offene Sternhaufen bezeichnet, die dann auch oft auseinanderdriften. Auch unsere Sonne war einmal vor 4,5 Milliarden Teilen Teil einer Gruppe. Mittlerweile haben sich die alle entfernt voneinander und sind nicht mehr zusammen. Aber die Plejaden beispielsweise ist ein offener Sternhaufen, der gleichzeitig entstanden ist, die Sterne, wo die Sterne noch immer beieinander sind. Also das ist die Idee, eine der Ideen, warum es überhaupt so zu einem Kollaps kommen kann. Ja, was als nächstes aber passiert, ist ein bisschen komplizierter. Hier hätten wir also das Sonnensystem, hier haben wir also eine Gas- und Staubwolke. Und so ähnlich, also wenn das jetzt zu kollabieren beginnt, das ist dann so ähnlich wie ein Eisläufer oder eine Eisläuferin, wenn die Arme anzieht und eine Pirouette macht, wird sie schneller. Das nennt man eben den Erhalt des Drehimpulses. Und wenn also diese Wolke kleiner wird, wird sie schneller und schneller und schneller rotieren. Dadurch plattet sie sich ab, wird ein Diskus. Die Hauptmasse ist im Zentrum. Im Zentrum bildet sich dann ein Stern aus, zum Beispiel eben unsere Sonne. Und wenn es dann der Stern groß genug und massereich genug und heiß genug ist, dann kommt es im Inneren des Sterns, also unserer jungen Sonne, zu Kernreaktionen. Das heißt, die Sonne zündet, dann wird es heißer in dem umgebenden Nebel und dann werden einmal die Gase aus dem inneren Bereich des Sonnensystems, des frisch sich bildenden Sonnensystems nach außen gedrückt. Und deswegen haben wir im Inneren des Sonnensystems die erdähnlichen Planeten, die hauptsächlich aus schweren Elementen bestehen. Und im äußeren Teil, hinter der Schneegrenze könnte man sagen, dort wo die Gase wieder kondensieren, die Gas- und Eisplaneten. Das ist die sehr grundlegende, im Detail sicherlich noch sehr zu hinterfragende Idee hinter der Entstehung des Sonnensystems. Wir wissen auch, dass ungefähr 99,8% der gesamten Masse unseres Sonnensystems in der Sonne sind. Das heißt, alle anderen Planeten haben nur 0,2% der Masse unseres Sonnensystems. Und mit der Zeit bilden sich dann die Planeten aus. Das geht allerdings relativ schnell. Und zum Schluss haben wir ein Planetensystem, so wie das heutige, das wir kennen. Diese gesamte Entwicklung hat ungefähr knapp 4,6 Milliarden Jahre bis heute gedauert. Wir glauben zu wissen aus der Physik der Sonne, dass die Sonne wahrscheinlich noch weitere, vielleicht 5 Milliarden Jahre auf der Hauptreihe Wasserstoff zu Helium verbrennen wird. Das heißt, unser Sonnensystem gibt es in dieser Form noch ungefähr mindestens weitere 5, vielleicht 6 Milliarden Jahre. Nun, die Details dieser Frage und was da genau im frühen Sonnennebel abgelaufen ist, das ist natürlich schwierig, diese Frage zu beantworten, aber glücklicherweise haben wir Zeitzeugen. Und diese Zeitzeugen, das sind die Meteorite. Meteorite erzählen uns einiges davon, was in diesen frühen Nebeln abgelaufen sind. Und es gibt, dazu kommen wir in ein paar Minuten noch, und es gibt aber auch astronomische Beobachtungen, die uns dabei helfen, weil natürlich im Weltraum permanent irgendwo Sterne entstehen. Und durch die Beobachtungen können wir in anderen Gebieten können wir junge Sterne mit einem Diskus an Materie, an Staub und Gas rundherum direkt beobachten und können Messungen machen, was dort abläuft. Es gibt auch andere Beobachtungen, zum Beispiel vom ALMA-Teleskop in Chile, das in längeren Wellenlängen arbeitet, wo man zum Beispiel eine Art protoplanetare Scheibe um einen anderen Stern gesehen hat. Und nicht nur diese Scheiben, die kennt man schon aus früheren Beobachtungen, nicht nur hat man die Scheibe gesehen, sondern dass diese Scheibe strukturiert ist innen drinnen. Und da drinnen gibt es wahrscheinlich gerade Planeten, die gerade in der Entstehung begriffen sind. Das heißt, wir sehen durch astronomische Beobachtungen, die immer feiner und feiner werden im Laufe der Zeit,
anderen Sonnensystemen beim Entstehen zu. Und das ist schon etwas sehr Faszinierendes. Man kann natürlich in diesen protoplanetaren Scheiben auch spektroskopisch bestimmen, was da drinnen vorkommt beispielsweise. So hat man zum Beispiel gefunden Wassereis, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, aber auch Silikate in bestimmten dieser Scheiben drinnen. Also wir wissen sogar, welche chemischen Elemente da drin sind. Also diese frühen protoplanetaren Scheiben, das war einmal postuliert und heute können wir sie tatsächlich anderswo auch beobachten und wir wissen daher auch aus astronomischen Beobachtungen, was bei diesen Frühphasen abläuft. Natürlich ist die Auflösung noch nicht so gut, aber das wird schon im Laufe der Jahrzehnte besser werden. Und dann zusätzlich, wie gesagt, haben wir in unserem Sonnensystem noch die Zeitzeugen, die Meteorite. Wir können aus den theoretischen Untersuchungen, aber auch aus den Untersuchungen der Meteorite auch Zeitskalen ableiten. Zum Beispiel Chondrite, die Entstehung der Chondrite, das war ganz am Anfang. Und die Akkretion der Gesteins- und Eisplanetesimale hat auch ein paar, vielleicht eine Million Jahre gedauert. Aber die Bildung der terrestrischen Planeten, das hat noch viel, viel länger gedauert. Das hat dann vielleicht noch 10, 20, 50 Millionen Jahre nach T0, also nach der Entstehung des Sonnensystems ganz allgemein gedauert. Und diese Planetesimale, diese Bausteine, aus denen die Planeten zusammengesetzt sind, die sind einmal durch kleine Teilchen, sind zusammengestoßen, sind kleben geblieben an einer Staubteilchen, dann wurden größere und größere Teilchen daraus, das nennt man also zuerst einmal die Akkumulationsphase, dann die Akkretionsphase. Wenn die Schwerkraft groß genug war, die Anziehungskraft groß genug war, haben sie andere Körper angezogen. Dann wurde es im Inneren vielleicht warm, dann sind sie erst metamorph umgewandelt, vielleicht sogar differenziert im Inneren. Also so gibt es alle möglichen Varianten. Und unser Bild der Entstehung oder der Frühphase des Sonnensystems ist natürlich wesentlich bestimmt durch unser Verständnis von Meteoriten. Also hier haben wir so eine künstlerische Darstellung der Frühphase des Sonnensystems. Die frühe Sonne bläst, also sozusagen die Gase nach außen, sodass im Inneren die erdähnlichen Planeten innerhalb von 5 astronomischen Einheiten vielleicht die Steine übrig bleiben und weiter draußen dann Eis und Gas auch übrig bleiben. Unser Sonnensystem besteht 75% Wasserstoff, 23% Helium und alles andere, die Erde, wir und so weiter, gerade mal 2%. Wobei die Trennung eben auch eine räumliche ist, die sogenannten schwerflüchtigen Elemente, die refraktären Elemente, sind eher im inneren Sonnensystem und die volatilen oder leichtflüchtigen Elemente im äußeren Sonnensystem. Volatile Bestandteile sind nicht nur die Gase, aber auch Verbindungen wie zum Beispiel Wasser, Kohlendioxid, Methan oder Ammoniak findet man in den äußeren Planeten angereichert, während die refraktären Elemente und Verbindungen derselben, die dann auch Minerale bilden, zum Beispiel Hochtemperaturkondensate wie Calcium, Aluminium, Titan, findet man sogar Überreste von solchen ganz frühen Kondensaten in bestimmten Meteoritentypen, aber dann auch andere Elemente, die bei niedrigeren Temperaturen kondensieren, das sind dann die refraktären Elemente, aus denen dann die terrestrischen, erdähnlichen Planeten und Asteroiden gebildet werden. Das heißt, aus dem interstellaren Medium wird ein Sonnennebel, aus dem werden Planetesimale gebildet. Die Planetesimale werden zu Planeten und Asteroiden, können aber miteinander auch zusammenstoßen, werden absorbiert, werden oder auseinandergebrochen. Es können manche nach innen gestört werden, es können manche nach außen gestört werden und so weiter. Also bestimmte Teile des Sonnensystems haben eine durchaus chaotische Entwicklung hinter sich gebracht. Kleinkörper im Sonnensystem, das sind die im inneren Bereich, das geht halt bis zu den Asteroiden, die Gesteine oder auch Metalle beinhalten können. Ganz wenige sind dann etwas weiter draußen, während dann die Kleinkörper, die weiter draußen sind, das sind dann zum Beispiel die Kuipergürtelobjekte der Kometen, wo sehr viel Eis vorhanden ist, viel weniger Gesteinsmaterial und dann vor allem auch die Kometen, die fast ausschließlich aus Eis mit ganz wenig Staub noch bestehen. Meteorite, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem Verständnis der Entstehung des Sonnensystems, deswegen ein paar Worte hier über Meteorite
Was sind Meteorite? Wie bezeichnet man sie? Wo findet man sie? Und so weiter. Also Meteorite, da gibt es drei verschiedene Namen, die immer wieder kommen. Es gibt einen Meteoroid, einen Meteor, einen Meteorit. Das ist jedes Mal das gleiche Objekt. Nur einmal ist es im Weltraum, das ist der Meteoroid. Der Meteor ist die Leuchterscheinung in der Erdatmosphäre und bleibt noch was übrig und fällt auf die Erde, dann ist es ein Meteorit. Ein Bolide ist nichts anderes als ein großer Meteor. Meteorschauer haben wir schon gehört, da brechen Meteore in der Erdatmosphäre auf und so weiter und so fort. Ganz allgemein hat man früher geglaubt, man hat schon immer von Steinen, die vom Himmel fallen, gewusst. Schon Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte im ersten nachchristlichen Jahrhundert schreibt über Steine, die vom Himmel fallen. Schon die alten Griechen kannten das, aber sie wurden oft als Ausdünstungen der Erdatmosphäre, so etwas Ähnliches wie Hagelkörner, bezeichnet. Und erst im 19. Jahrhundert, also nach 1801, als der erste Kleinplanet entdeckt wurde und als man zum ersten Mal auch die Bahnen von eintretenden Meteoren zurückverfolgen konnte, hat man festgestellt, dass die tatsächlich von außerhalb der Erde auf die Erde stürzen. Und später hat man dann eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachweisen können, wie alt die Meteorite sind, nämlich älter als irgendwelche Gesteine auf der Erdoberfläche. Aber dazu noch einen Moment mehr. Nun, diese Begriffe, die haben wir schon gehört, also ein Meteor, die Erscheinung in der Erdatmosphäre, diese Meteore und Feuerkugeln, die sind meistens so 60 bis 120 Kilometer hoch in der Atmosphäre. Wenn was übrig bleibt, dann sind die bereits abgebremst, fällt dann im Dunkelfall runter, kann ein Meteorit resultieren, kann aber auch aufbrechen, dann haben wir einen Meteoritenschauer, beziehungsweise ein besonders großes Objekt wird dann nicht mehr wirklich abgebremst in der Atmosphäre und macht einen Impaktkrater. Dazu später in dieser Vorlesung noch mehr zu den Impaktkratern. Die Meteorite, das sind meistens Überreste von Kleinplaneten, die zusammenstoßen, die auseinanderbrechen. Die können entweder undifferenziert sein im Inneren, das heißt seit der Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren sind sie vielleicht warm geworden, aber es kam zu keiner internen Strukturänderung. Oder sie sind differenziert, es ist so heiß geworden, dass das Eisen ins Zentrum gesunken ist und die anderen eisenliebenden Metalle mit ihm. Dann gibt es einen Mantel rundherum, so wie auch bei der Erde, und eine Kruste vielleicht noch. Und das sind die größeren Asteroiden, zum Beispiel der Asteroid Vesta, haben wir schon etwas früher gehört, dass das die Quelle von bestimmten achondritischen Meteoriten, den Eukriten ist, die kommen aus einem differenzierten Körper. Die meisten Asteroiden sind nicht differenziert, nur die größeren haben Differenzierungen. Und daher Eisenmeteorite sind auch sehr selten, weil die meisten von ihnen stammen, nicht alle, aber die meisten stammen aus den Kernen von differenzierten Asteroiden. Und so kann man zum Beispiel die Meteorite klassifizieren, das ist jetzt eine vielleicht komplizierte Einteilung, aber im Wesentlichen gibt es die nicht differenzierten Meteorite, das sind die meisten, das sind die Chondrite, die kann man wieder unterteilen in andere Klassen, die nach ihrer Struktur, nach ihrer chemischen Zusammensetzung etwas unterschiedlich sind, die kohligen Chondrite, die gewöhnlichen Chondrite, Instatit-Chondrite und so weiter. Und da gibt es die kleinere Gruppe der differenzierten Meteorite, das sind die sogenannten Achondrite, das hat mit den internen Strukturen zu tun, Chondrite, das Wort kommt von Chondre, das ist wie ein Korn, das sind so Kugeln, die im Inneren der Meteorite sind, bei den Achondriten gibt es die eben nicht, deswegen heißen sie Achondrite. Auch da gibt es einfachere und kompliziertere Formen, es gibt die Eisenmeteorite, die Steineisenmeteorite, das macht also insgesamt einige wenige Prozent der gesamten Meteorite aus. Und da gibt es einige wenige Meteorite, die kommen nicht von Asteroiden, also nicht aus dem Asteroidengürtel, sondern die kommen vom Mars oder vom Mond. Und das hat man erst vor einigen wenigen Jahrzehnten wirklich nachweisen können. Die ersten Mars-Meteorite wurden zwar schon gefunden früher, aber die Interpretation, dass sie vom Mars kommen, stammt im Wesentlichen aus den 1980er Jahren. Und auch der erste Mondmeteorit wurde erst Anfang der 1980er Jahre identifiziert. Da hatte man es einfacher, weil man hatte ja bereits Proben vom Mond. Die Apollo-Missionen haben über 380 Kilogramm Mondgestein zur Erde zurückgebracht und da konnte man einen direkten Vergleich machen.
Beim Mars war es etwas schwieriger, da mussten wir dann auf Raumsondendaten warten. Aber mittlerweile wissen wir eben, es gibt Meteorite, die vom Mars kommen, Meteorite, die vom Mond kommen. Die bei großen Einschlägen auf diesen Himmelskörpern wird Material von der Oberfläche weggeschleudert. Das geht im Weltraum herum und fällt dann irgendwann mal auf die Erde. Und so kommen die, wie ganz normale Meteorite, wie andere auch, gehen durch die Atmosphäre durch, machen eine Leuchterscheinung, fallen am Boden, haben eine Schmelzkruste und so weiter. Findet man da. Aber diese vielen Arten von Meteoriten, die alle aus unterschiedlichen Bereichen des Sonnensystems kommen und die alle unterschiedliche chemische und physikalische Prozesse aus der Frühgeschichte des Sonnensystems aufzeichnen. Ich habe gesagt, Chondren, das sind diese kugelähnlichen Gebilde, die man in den Chondriten findet. Die waren einmal geschmolzen und aus diesem geschmolzenen Material hat sich dann später dieser Meteoritenmutterkörper gebildet. Viele davon haben unterschiedliche Mineralzusammensätze, manche davon sind aber auch monomineralisch. Und unter diesen Chondriten gibt es jetzt mehrere Typen, Unterarten, die kohlenstoffreichen, die sehr primitiv in der Zusammensetzung sind, die sich kaum verändert haben, sind die kohligen Chondrite, die gewöhnlichen Chondrite, ordinary chondrites, im Englischen mit den Unterklassen HL und LL, das heißt High Iron, Low Iron und Low Iron und Low Metal. Und dann gibt es noch die Enstatit-Chondrite, also da gibt es verschiedene andere Gruppen auch noch, die unterscheiden sich im Metallgehalt, im volatilen Gehalt, im Kohlenstoffgehalt, bestimmte chemische Zusammensetzungen der Minerale und so weiter und so fort. Das würde jetzt hier auch etwas zu weit gehen. Aber auch viele dieser frühen Chondrite enthalten Überreste oder Zerfallsprodukte von radioaktiven Elementen aus der Frühgeschichte unseres Sonnensystems. Und die Untersuchung dieser Isotopen, die erzählt uns auch etwas über welche chemischen und physikalischen Prozesse da in der Frühgeschichte des Sonnensystems abgelaufen sind. Wir Geochemiker und Petrographen unterteilen Meteorite nicht nur nach ihrer chemischen Zusammensetzung, sondern auch nach petrographischen Kriterien, die im Wesentlichen eine entweder mehr wässrige Alteration oder mehr thermische Metamorphose zeigen, aber bis zu einer Temperatur, die unter der Schmelztemperatur war. Das heißt, es kam zu bestimmten Änderungen, aber nicht zu einem nochmaligen Aufschmelzen dieses Meteoriten oder des Meteoritenmutterkörpers. Man findet in den Chondriten nicht nur diese Chondrin, sondern, und die Matrix natürlich, sondern auch seltener bestimmte Hochtemperatureinschlüsse von sogenannten refraktären Komponenten, Mineralen und Elementen. Das können sein diese Calcium-Aluminium-Titanreichen Oxide, das können aber auch Platinmetalle sein, die auch aus der Frühphase des Sonnensystems, aus der sehr heißen Phase, stammen. Und das geht dann hin sogar bis zu präsolaren Objekten, die gar nicht aufgeschmolzen wurden bei der Bildung unseres Sonnensystems. Zum Beispiel manche Diamanten, die man da drin findet, die sind älter als unser Sonnensystem sogar noch. Ja, und die chemische Zusammensetzung, ein ähnliches Bild hatten wir schon einmal gesehen, aber die kohligen Chondrite, das sind die primitivsten Chondrite, die wir haben, die haben eine wunderbare Korrelation in ihrer Zusammensetzung mit der Zusammensetzung der Sonnenatmosphäre. Die ist wieder repräsentativ für den frühen Sonnennebel. Das heißt, wir können im Labor natürlich die chemische und isotopische Zusammensetzung der Meteorite noch viel genauer untersuchen als die Sonnenatmosphäre. Die differenzierten Meteorite, das sind die, die einmal aufgeschmolzen waren, die haben Texturen, die uns erzählen, wie heiß ist es gewesen, wie schnell oder wie langsam ist die Abkühlung erfolgt, ob das jetzt Eisenmeteorite sind oder Steinmeteorite oder Steineisenmeteorite. Also da lernen wir auch etwas über die Temperaturgeschichte beispielsweise der frühen Asteroiden. Aus den Eisenmeteoriten, wenn man die anschleift und dann anätzt, sieht man eine solche Lamellenstruktur. Diese Lamellenstruktur, das sind die sogenannten Widmann-Stettenschen Figuren nach Graf Alois von Widmann-Stetten benannt, der am Raschina-Eisenmeteorit in der Sammlung des Wiener Naturhistorischen Museums im Jahre 1808 zum ersten Mal diese Figuren entdeckt hat.
Und mittlerweile kennt man auch die chemische Zusammensetzung dieser Figuren und weiß, dass in den Lamellen es sogar zu unterschiedlichen Häufigkeiten bestimmter chemischer Elemente kommt. Das kann man dann auch dazu verwenden, zu einer Klassifizierung, zu einer Einteilung der Eisenmeteorite, indem man hier zum Beispiel die Bandbreite der Widmann-Städtischen Figuren gegen zum Beispiel den Nickelgehalt aufzeichnen kann. Nun, seit, wie gesagt, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ungefähr, ist es gelungen, Meteorite auch zu datieren, also das Alter der Meteorite zu bestimmen. Und da stellt sich heraus, dass fast alle Meteorite ungefähr das gleiche Alter haben, nämlich etwas über 4,5 Milliarden Jahre. Die primitivsten, also chemisch am wenigsten differenzierten Meteorite, wie die kohligen Chondrite, die haben das höchste Alter mit ungefähr 4,556, 4,557 Milliarden Jahren. Die primitiven Meteorite sind die jüngeren, die differenzierten Meteorite sind dann etwas jünger, weil das Aufschmelzen danach erfolgt ist, aber weil die Körper so klein waren, ist das relativ rasch passiert. Am Anfang der Geschichte des Sonnensystems gab es noch andere Wärmequellen, auch radioaktiven Zerfall, auch magnetische Induktion. Das heißt, auch kleinere Körper konnten differenzieren, später dann nur mehr die etwas größeren Körper. Aber jedenfalls praktisch alles, was wir hier beobachten, finden wir in den ersten vielleicht 5 Millionen oder sowas Jahren, 15 Millionen Jahren der Geschichte unseres Sonnensystems. Da ist am meisten passiert. Und eine kleine Gruppe von Achondriten, von diesen differenzierten Meteoriten, die sind jünger. Und so hat man eben auch festgestellt, dass sie nicht aus dem Asteroidengürtel kommen, sondern zum Beispiel vom Mars. Es gibt manche davon, die sind überhaupt nur ein paar hundert Millionen Jahre alt. Basalte, also ein Kristallisationsalter eines Basalts, das sagen wir jetzt 500 Millionen Jahre ist. Das hat natürlich nichts mehr mit einem Asteroiden zu tun. Da muss ein größerer Körper her, auf dem noch vor einigen hundert Millionen Jahren vulkanische Aktivität geherrscht hat, wie zum Beispiel eben am Mars. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man auch bestimmte Isotope bestimmen kann in einem Meteoriten, die von der kosmischen Strahlung her rühren. Und die zeigen mir dann zum Beispiel, wann ist ein bestimmter Meteoritenmutterkörper auseinandergebrochen. Dann wurde das mit kosmischer Strahlung bestrahlt, dann ist irgendwann auf die Erde gefallen. Und so kann man aus diesen Isotopen, die von der kosmischen Strahlung herstammen, feststellen, wie lang ist der Meteorit im Weltraum geflogen und wie lang ist er sogar auf der Erde gelegen. Das ist dann das terrestrische Alter, das man feststellen kann. In manchen dieser Einschlüsse, zum Beispiel gerade diese calcium-aluminiumreichen Einschlüsse in Meteoriten, findet man auch, dass die Isotopenzusammensetzung, zum Beispiel des Sauerstoffs, aber auch anderer Elemente, sich unterscheidet von dem normalen meteoritischen Zusammensetzung und vom Rest des Sonnensystems. Das sind Isotopenanomalien, die auf Prozesse ganz in der Frühgeschichte des Sonnensystems hinweisen. Und manche Einschlüsse, habe ich gerade erwähnt, die sind sogar älter als das Sonnensystem. Die sagen mir zum Beispiel etwas über isotopische Prozesse, die in Supernova oder in roten Riesensternatmosphären abgelaufen sind. Es gibt also verschiedene solche Isotopenanomalien. Manche davon, die haben zu tun mit kurzfristiger Erwärmung. Zum Beispiel Aluminium 26 war ein Isotop, das früher häufiger vorgekommen ist und das in der Energiegewinn zerfallen ist in Magnesium 26, oder ist mit einer Halbwertszeit von nur 0,7 Millionen Jahren. Das hat Asteroiden aufgewärmt, kann also auch zu einer Differenzation geführt haben. Und manche andere, zum Beispiel Sauerstoffisotopie, manche andere Isotope in den calcium-aluminiumreichen Einschlüssen. Aber die meisten Isotope haben eine einheitliche Zusammensetzung, das heißt, das Reservoir, aus dem die Meteorite kommen und das Sonnensystem gebildet wurde, wurde gut durchgemischt. Aber es gibt eben Überreste davon, wenn man genau schaut, dann findet man sehr spannende Isotopenanomalien, die uns Dinge erzählen über die Frühgeschichte des Sonnensystems und über die Phasen, die noch älter sind, hier präsolare Phasen in Meteoriten, zum Beispiel Nanodiamanten, manche Silikate, Oxide, zum Beispiel Siliziumcarbid oder Siliziumnitrid, die aus verschiedenen Sternen
stammen Frühphasen, rote Riesenphasen, ähnliche Sachen, Supernova-Explosionen. Das so auf diese Art und Weise lernen wir auch über die Prozesse, die das Material gebildet haben, aus denen das Sonnensystem entstanden ist. Und nicht nur können uns die etwas sagen über die Prozesse, sondern auch über die relative Chronologie, also die Abfolge der Ereignisse im frühen Sonnensystem. Und so haben wir zum Beispiel die ersten Eisenmeteorite ganz am Anfang, die Chondrenformierung, dann der basaltische Magnetismus. Die Erde bildet sich langsam aus Planetesimalen. Der Mond ist etwas jünger als die Erde, dazu später noch mehr. Also so kann man eine Chronologie des frühen Sonnensystems aus hauptsächlich Meteoritenuntersuchungen rekonstruieren. Ja, und damit haben wir die Charaktere oder das Material charakterisiert, aus denen das Sonnensystem entstanden ist. Und die nächste Vorlesung beschäftigt sich dann mit dem Kern unseres Sonnensystems, nämlich der Sonne.